Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Maya-Kalender am 30. April 2019. Die alte Mayas, und das war ein Hochkultur, sie haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Ein Teil ist davon verloren gegangen, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben. Auch wenn das für uns etwas fremdartig klingt, ich möchte das vermitteln, näher bringen. In diesem Kalender gibt es 20 Wellen. Und diese Wellen bedeuten Schwingungen, Töne, Frequenzen. Eine Welle dauert immer 13 Tage lang. Wir befinden uns gerade in der 11. Welle und hier manifestiert sich gerade etwas. Diese Welle hat am 20. April begonnen und dauert bis 2. Mai 2019. Und das ist die Periode, die Kreativität, Inspiration, Kunst, Kultur. Und wir leben in diesen Wellen unserem Träume, unserem Vorstellungskraft und daran auch Vertrauen. Dieses Bild zeigt auch unserem Träume Leben, die Intuition, die Inspiration, ein Bild zu haben davon, was wir erreichen möchten. Und genau das manifestiert sich auch, vorausgesetzt ist, wir vertrauen das. In dieser Welle stehen wir in Verbindung zu unserem inneren Kind und auch zum Kinder, dass wir etwas mit spielerisch betrachten. Aber auch natürlich Thema Kinder spielt auch eine große Rolle. Wir erleben gerade die kreative Quelle des Universums. Und all das, was wir vorstellen können, manifestiert sich in dieser Zeit. Und das sollen wir stärken. Wir brauchen gerade diese Vorstellungskraft, die geistige Kraft und das Vertrauen. Die heutige Tag haben wir die Zahl 11, das zeigt sich hier. Und diese Zahl 11 ist eine Meisterzahl und bedeutet unserem Leben meisterhaft gestalten. Und bedeutet auch Veränderung, Wandlung. Die heutige Tag ist die Energie auch komplizierten Sachen oder Problemen vereinfachen wie möglich. Die heutigen Kraftfeld ist Imisch. Imisch bedeutet Urwasser, Urmutter, Gebärmutter. Etwas muss geboren werden, Empfängnis. In diesem Tag verspüren wir auch unsere Gefühle oder betrachten etwas sehr emotional oder nehmen wir die Gefühle anderer Menschen wahr. Bedeutet auch etwas empfangen, Empfängnis. Zeigt auch Urvertrauen, genährt zu werden und Mütterlichkeit. Dieser Image steht in Verbindung zum Krokodil und Delfin als Krafttier und als Halbedelstein Hämatit und Granat und als Edelstein Rubin. In unserem Körper steht in Verbindung zu unserem Hormonhaushalt und Blut. Dann kommt noch die Mondenergie dazu. Die heutige Mondkraft symbolisiert Manik und das bedeutet blaue Hand. Blau steht für Wasserelement, also zu unseren Gefühlen. Und Hand bedeutet Handeln, Handlungen. Diese Manik, dieses Symbol Manik, steht auch für Medizinrat, für Heilung, Körperkraft und Vitalität, bedeutet auch spirituelle Öffnung.
Und das war die heutige Botschaft aus dem Maya-Kalender. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.